Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Matthias Hoffmann, ich bin Personal Trainer hier im Emma Sports 24 Stunden Fitness Club. Heute möchte ich dir in der Kürze einmal unseren neuen ATX Trinity Tower vorstellen bzw. einmal zeigen, wie du das Gerät auf die einzelnen Übungen einstellen und umstellen kannst. Wir haben auf der einen Seite hier nämlich ein Lat Pulldown, können das Gerät aber auch zum sitzenden Rudern umfunktionieren bzw. zum 45 Grad Rudern. Dazu hast du hier auf der einen Seite einmal einen Schieber. Damit kannst du dir die Höhe der Latzugstange auf deine Körpergröße einstellen. Wir haben hier einmal ein Polster, womit du entsprechend deine Oberschenkel bzw. Unterschenkelhöhe einstellen kannst als Widerstand. Wir haben einen 135 Kilo Gewichteblock, können hier auch nochmal Resistance Bands über den Gewichteblock drüber legen, um den Widerstand noch einmal feiner zu justieren. Und jetzt kommt das Wichtige, nämlich wie du das Gerät auf sitzendes Rudern umbaust. Dazu legst du einfach nur die Sitzbank nach hinten um, stellst hier diesen Anschlag einmal nach unten, in der Regel ganz nach unten, hast hier dann einen weiteren Karabiner, wo du dann deinen engen V-Griff oder deinen Neutralgriff einhängen kannst, um dann entsprechend das Rudern sitzend auszuführen. Wichtig ist, bevor du sitzendes Rudern ausführen kannst, musst du einmal diese Latzugstange ganz nach oben einstellen, hier wiederum über den Schieber einfach hochstellen, ganz an den Anschlag, V-Griff einhängen. So, und wenn du das Gerät wieder umbaust zum Lat-Pulldown, dann musst du immer vorher den Griff einmal wieder abnehmen und kannst erst dann das Gerät wieder zurückbauen. Das heißt, hier wieder den Splint rausziehen, Sitzbank hochstellen, das Gerät ist wieder zum Lat-Pulldown hergestellt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Training mit dieser neuen supergeilen Maschine und dann sehen wir uns im nächsten Video.